Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Aufgrund der neuesten Entwicklungen der Corona-Pandemie ist unser Arbeitsalltag weitestgehend eingeschränkt und damit auch die Sicherheit für unsere Mitarbeiter garantiert ist, fahren wir unsere Fernsehproduktion zurück. Dennoch bleibt Ihnen einiges aus unserer Sendung erhalten. Sie können weiterhin mit unseren Meldungen aus Schöneberg und Umgebung rechnen, sowie mit der Wettervorschau. Außerdem möchten wir Ihnen jede Menge neue Beiträge präsentieren. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Die Maßnahmen, welche mit dem neuen Lockdown einhergehen, verdrängen weitestgehend die Kultur aus unserem Alltag. Ein kreatives Projekt aus dem Zufall entstanden soll diese wieder neu beleben. Hierbei wird dem Motto Kunst, Schaufenster alle Ehre gemacht. Schaut her, liebe Schönebäckerinnen und Schönebäcker, was wir hier zeigen. Und wir wollen Sie einfach einladen auf einen kleinen künstlerischen Spaziergang einer mal ganz anderen Art. Landschaftsmalereien, Keramikfiguren und Fotografien schmücken bereits vier leere Schaufenster in der Elbestadt Schönebeck und zeigen, dass trotz der schweren Zeit Kunst und Kultur erlebbar sind. Daniela Polzin rief diese Aktion gemeinsam mit ihrer Freundin Anke Zacharias ins Leben, um Künstlern die Gelegenheit zu bieten, ihre Werke sichtbar zu machen und die freie Ausstellungsfläche in unbenutzten Schaufenstern zu nutzen. Wir wollten jetzt einfach erstmal starten mit den vier Fenstern und würden uns natürlich sehr freuen, wenn das Nachahmer findet oder sich noch andere Fensterpaten bei uns melden, beziehungsweise andere Künstler sich bei uns melden, um dann vielleicht die Ausstellung entweder zu erweitern oder eben zu wechseln, dass man da entsprechend die Abwechslung auch anbieten kann. Ne? Und damit wir eben in dieser Advents- und Weihnachtszeit, wo ja schon alles ausfällt, was Weihnachtsmärkte betrifft, mal an sich der Bevölkerung was anbieten zu können, wollten wir halt gerne jetzt loslegen und starten und die Sache erstmal ins Rollen bringen. Als Hobbymalerin nutzt Anke Zacharias das unbenutzte Schaufenster eines ehemaligen Fotoladens. Heutzutage das Online-Marketing-Büro von Danielas Mann, Nick Polzin, am Sollgraben 28. Also ausgestellt in diesem Fenster sind alles Acrylbilder und diese Bilder sind sozusagen in mehreren Schichten entstanden, also entweder mit dem Spachtel aufgetragen oder sogar mit den Händen direkt aufs Bild gearbeitet. Und dieses Bild, was Sie hier beispielsweise sehen, ist über Elbe entstanden, diese typischen Kieferwälder. Die Keramikerin Bärbel Feldbach begeisterte sich ebenfalls für die kreative Aktion und stellt direkt um die Ecke in der Welchhausenstraße einen Querschnitt ihrer Arbeit aus. Neben verschiedenen Plastiken finden vor allem die vielfältigen Baumelfen großen Anklang. Die entstanden eigentlich aus einer Idee. Wir haben Konzerte in unserem Garten immer gemacht. Und damit die Kinder während der Musik sich nicht langweilen und die Eltern ihre Ruhe haben, habe ich überall im Garten Baumelfen versteckt. In einem Buch für Naturgeister habe ich gelesen, Baumelfen haben lange weiße Gewänder und lange grüne Haare. Und so sind die denn entstanden. Und die hingen dann in den Bäumen, auf dem Dach, überall waren die versteckt. Das Ende vom Lied war aber, dass am Abend die Eltern sagten, oh, die sind so schön, kann ich die haben? Und so habe ich die verkauft. Und es gibt inzwischen schon Sammler. Die einen wollen die liegende, die hockende, die sitzende, die hängende und gehen in alle Welt. Weitere Kunstwerke, gemalt von Elfie Nietzsche, finden sich im soziokulturellen Treff wieder. Ebenfalls fallen Fotografien von Angelika Will im SPD-Büro in der Pfennerstraße ins Auge. Ersten Erfahrungen zufolge werden bereits die ersten Schönebäcker auf die kreativ gestalteten Schaufenster aufmerksam. Passanten wechseln die Straßenseite, bleiben stehen und beginnen zu diskutieren. Und das ist ja auch eine schöne Diskussionsgrundlage. Man hat mal wieder was anderes im Hinterkopf und wird mal von dem alltäglichen Geschehen, den Sorgen vielleicht auch, abgelenkt und freut sich über diese schönen Sachen, ja. Bei Interesse können Spaziergänger Kontaktdaten der Künstler in den Schaufenstern entdecken, um in Verbindung treten zu können. Die
Die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Diese Massenorganisation pflegte den Zusammenhalt zwischen der DDR und der Sowjetunion. In den Betrieben und Schulen wurde eifrig für die Mitgliedschaft geworben, um eben mit dieser Mitgliedschaft die eigene unverbrüchliche Freundschaft zum Volk der Befreier zu dokumentieren. Wohl 90% der Mitglieder zahlten den Beitrag allerdings nur, um damit vielen Fragen aus dem Weg zu gehen, da die über die DSF geknüpften Kontakte ausschließlich elitärer Natur waren und die Erschließung der Sowjetunion für den Tourismus kaum gefördert wurde. Frau Baum, was ist Ziel und Inhalt des Festes der Freundschaft? Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten zwischen der UdSSR und der DDR weiter auszuprägen. Inhalt dieses Festes ist es, durch die verschiedensten kulturellen sowie politischen Veranstaltungen diese Freundschaft lebensnah zu gestalten. Die Freundschaft zwischen sowjetischen und deutschen Arbeitern hatte lange Traditionen. Die Freundschaft und die Zusammenarbeit stellte sich als immer besser dar. Was von der Sowjetunion abhing, so wurde auf jeden Fall alles getan, damit es auf diesem Gebiet der Freundschaft und der Beziehungen immer besser und schneller voranging. Besonders lebhaft steht uns in diesem Zusammenhang das Auftreten des Alexandrow-Ensembles vor Augen. Sie brachten uns unmittelbar nach Zerschlagen des Hitlerfaschismus die ersten freundschaftlichen Grüße der sowjetischen Menschen. Sie sangen und tanzten für uns. Alles war bunt und lebendig. Es ging weiter mit Samovar-Gesprächen und Freundschaftstreffen. Es wurden Diatonverträge gezeigt über Reisen und Fahrten in die Sowjetunion. Eine Reihe von Foren mit Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens vertieften unsere Kenntnisse über dieses Land. Und somit wurde das Verhältnis von Millionen Bürgern unserer Republik zu unserem Arbeiter- und Bauernstaat und zur deutsch-sowjetischen Freundschaft durch das tiefe Erlebnis sowjetischer Kulturgruppen mitgeprägt. Die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft ist somit die Heimstätte für jene Bürger geworden, die sich für Frieden und Sozialismus und für die Freundschaft zur Sowjetunion einsetzen. Und dem Fest der Freundschaft im Jahr des 65. Jahrestages der großen sozialistischen Oktoberrevolution und des 60. Jahrestages des Bestehens der UdSSR in einer Zeit. So gesehen ist das Fest der Freundschaft ein echter kulturpolitischer Höhepunkt im Leben einer jeden Grundeinheit. Und 30.000 Mitglieder unserer Kreisorganisation gestalteten eigene Veranstaltungen, um den 37. Jahrestag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus würdig zu begehen. Das Fest der Freundschaft hatte in diesem Zusammenhang einen besonderen Akzent. War es doch geprägt von der Vorbereitung des 65. Jahrestages der großen sozialistischen Oktoberrevolution und dem 60. Geburtstag der UdSSR. Das Bündnis zwischen unseren Völkern mit auszubauen und vertiefen zu helfen und dazu beizutragen, dass der Stafettenstab der verbündeten Kampfgefährten von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist der gesellschaftliche Auftrag der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Zahlreiche kulturelle und künstlerische Veranstaltungen, Ausstellungen und freundschaftliche Begegnungen auch in unserer Stadt zeigten die Breite und Vielfalt des Freundschaftsgedankens. Wir wollen ihn einfließen lassen
in den Kampf um den Frieden, zum Wohle der Menschen in Gegenwart und Zukunft. Die Nachrichten werden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Die Corona-Lage im Salzlandkreis bleibt weiterhin angespannt. Am Mittwoch, den 10. Februar 2021, wurden 18 Neuinfektionen und 13 weitere Todesfälle im Salzlandkreis gemeldet. Damit liegt der 7-Tage-Inzidenzwert bei ca. 109 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Das Impf- und Logistikzentrum des Salzlandkreises erhielt am heutigen Mittwoch eine weitere Lieferung von 1.170 Dosen BioNTech-Impfstoff und erstmals auch von 750 Dosen des Herstellers AstraZeneca. Aufgrund der aktuellen Wetterlage wird die Parkplatzfläche am Elbtor vorübergehend gesperrt. Am Elbpegel in Barby bildet sich ein Scheitelniveau von 4,85 Metern aus. Der Scheiteldurchzug wird von Dienstag, dem 9. Februar 2021 bis Mittwoch, den 10. Februar 2021 erwartet. Die Schilder sind bereits aufgestellt worden. Des Weiteren sorgen die Schneemassen für volle Straßen und weniger Ausweichmöglichkeiten sowie Stellplätze. Nach Inaugenscheinnahme der Marktplätze in Bad Salzelm und in Schönebeck-Mitte muss die Stadt Schönebeck die Wochenmärkte für diese Woche absagen. Das Straßen- und Wegenetz muss vorrangig geräumt werden. Die Wochenmärkte sollen ab dem 16. Februar wieder stattfinden können. Seit 2013 wird der Kulturpreis des Salzlandkreises an Personen, Personengruppen oder Institutionen verliehen, welche sich durch künstlerisches und kulturelles Wirken für die soziale, räumliche und historische Identifikation der Menschen mit ihrer Heimat in außergewöhnlicher Weise engagieren. Der Kulturpreis wird in den Bereichen Literatur, Musik, Brauchtum und Heimatpflege vergeben. Für das abgelaufene Jahr 2020 sind zwei Preisträger ermittelt. Corona-bedingt steht die Übergabe noch aus, wird aber so bald wie möglich nachgeholt. Alle Einwohner des Salzlandkreises sind jedoch bereits herzlich aufgerufen, Vorschläge für Preisträger 2021 mit einer aussagekräftigen und detaillierten Begründung einzureichen. Der Bewerbung sollten Pressemitteilungen, Foto- und Dokumentationsmaterial sowie Lebensläufe oder Arbeitsproben beiliegen, die dem Kuratorium einen Einblick in die Arbeit des Vorgeschlagenen ermöglichen. Vorschläge nimmt der Salzlandkreis bis zum 30. April 2021 unter der Stabsstelle Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt und Kultur oder unter der E-Mail kultur@kreis-slk.de entgegen. Nach der Fertigstellung der Hochwasserschutzwand in Schönebeck durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt im September des vergangenen Jahres ist auch das Elbtor wieder erreichbar. Inzwischen wird der Parkplatz stark frequentiert. Aktuell steigt der Pegel der Elbe und damit die Hochwassergefahr. Die abgestellten Fahrzeuge stehen teils im Wasser. Um die Bevölkerung für die Gefahren zu sensibilisieren, hat die Stadt Schönebeck sich dazu entschieden, das Parkplatzschild mit dem Hinweis Hochwasser zu ergänzen. Eine Sperrung der Fläche ist derzeit noch nicht erforderlich. Die geltende Eindämmungsverordnung stellt auch die Einrichtungen der Bildungsakademie im Salzlandkreis vor extreme Herausforderungen. Kreisvolkshochschule, Musikschule und Bibliothek müssen ohne Besucher auskommen. Sie nutzen daher verstärkt digitale Kommunikations- und Lernformen und nutzen die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown. Das Kreis-Volkshochschule-Kursprogramm steht in neuem Design auf der Internetseite kvhs.salzlandkreis.de zum Download bereit. Pandemiebedingt können jedoch nicht alle ursprünglich geplanten Veranstaltungen und Termine gehalten werden.
Zur Überbrückung unterbreitet die Kreisvolkshochschule unter der Rubrik VHS.zuhause digitale Angebote, die auch ständig erweitert werden. Die allgemeinen und die Integrationskurse mit Alphabetisierung wurden unterbrochen. Die Teilnehmer werden so lange aber in Online-Tutorien betreut, ein Zusatzangebot, das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt wird und den Lernstand sichern soll. Eine Ausnahme machen lediglich die Klassenverbände, die sich an der Kreisvolkshochschule auf den Haupt- und Realschulabschluss vorbereiten. Sie gelten als Abschlussklassen und können dank eines entsprechenden Erlasses des Bildungsministeriums als solche weiter unterrichtet werden. In der Kreismusikschule Bela Bartok können Veranstaltungen, Klassenvorspiele und Auftritte, die Bestandteil des Unterrichtes sind, nicht stattfinden. Um Wettbewerbe auszutragen, suchen die Verantwortlichen gerade nach pandemiegerechten Möglichkeiten per Audio- und Videoaufnahmen. Fast 70% der Musikschüler werden derzeit im vokalen und instrumentalen Einzelunterricht auf Distanz beschult. Die Kreisbibliothek bietet für ihre Nutzerinnen und Nutzer einen sogenannten Click-and-Collect-Service an. Dabei können Entleihungswünsche fernmündlich mitgeteilt und die Medien dann kontaktlos entgegengenommen werden. Dieses Angebot kann im Online-Katalog eingesehen werden unter salzlandkreis.de/bildungskultur/kreisbibliothek. Der Salzlandkreis legt in den nächsten Wochen den Schwerpunkt auf Corona-Impfungen der Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Pfleger und Ärzte. In dieser Woche ist dafür eine weitere Lieferung über 1400 Impfdosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer im Impf- und Logistikzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt eingetroffen. Eine Terminvergabe im Impfzentrum ist erst wieder möglich, wenn dem Salzlandkreis ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Weiterhin möglich sind dagegen die notwendigen Zweitimpfungen, die im Abstand von 3 Wochen erfolgen müssen. Dafür hält der Salzlandkreis die Hälfte der zur Verfügung stehenden Impfdosen entsprechend der Vorgaben der Landesregierung zurück. Die Corona-Pandemie beeinträchtigt den Lehrbetrieb in Sachsen-Anhalts Hochschulen auch im laufenden Wintersemester 2020/21 erheblich. Aus diesem Grund wird die Regelstudienzeit für alle Studierenden um ein halbes Semester verlängert. Eine entsprechende Verordnung ist nun von Wissenschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann unterzeichnet worden und wird voraussichtlich Mitte Februar im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht. Eine Verlängerung der Studienzeit darf nicht zulasten der Studierenden gehen, betonte der Minister. Für die Studierenden bedeutet dies einen Anstieg der Förderhöchstdauer für BAföG-Leistungen. Zudem können Hochschulen individuell weitere Erleichterungen festlegen. So können unter anderem Prüfungen und Leistungen auf Antrag der Studierenden nicht gewertet bzw. wiederholt werden oder Bewerbungsfristen für neue Studierenden verlängert werden. Die Nachrichten wurden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir vom Steakhouse Los Gauchos Sie aktuell leider nicht persönlich empfangen und bieten Ihnen einen Liefer- und Abholservice an. Bestellungen nehmen wir telefonisch unter 03928 42 56 16 1 oder 0179 74 66 50 1 entgegen. Jetzt neu! Für eine noch schnellere und bequemere Bestellung gibt es jetzt die Los Gauchos App. Ab sofort zum Download im Apple App Store und bei Google Play. Helfen Sie uns in dieser schwierigen Zeit und genießen Sie die besten Speisen und Getränke einfach bei Ihnen zu Hause. Ihr Steakhouse Los Gauchos. Frisuren neu erleben. Das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54. Denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie.
Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Gulasch halb und halb, 100 Gramm zu 74 Cent. Kassler Nacken, 100 Gramm zu 63 Cent. Kassler Kotelett, 100 Gramm zu 70 Cent. Und Teewurst aus eigener Herstellung, 100 Gramm zu 1,24 Euro. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Berner aus Schönebeck. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Dieses Jahr ist es wieder geschehen. Schöneberg wurde in eine dicke weiße Decke gehüllt. Nicht immer hat es so viel Schnee gegeben. Wir zeigen Ihnen einen Verlauf der kalten Jahreszeit der letzten Jahre bis heute. Winterliche Schneeimpression unserer Elbstadt. Schöneberg unter Schnee. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Wettervorschau der kommenden drei Tage. Der Donnerstag begrüßt Sie bei minus 9 Grad mit wolkigen Aussichten. Tagsüber kann vereinzelt die Sonne hervorschauen und die Temperaturwerte steigen bis auf minus 3 Grad an. Zudem kann Schneegestöber auftreten, denn es besteht ein Niederschlagsrisiko von 90%. In der Nacht auf den Freitag hin fallen die Temperaturwerte wieder bis auf minus 10 Grad. Im Laufe des Tages begleiten uns einige Wolken und es bleibt weiterhin winterlich. Die Maximalwerte liegen bei minus 3 Grad. Mit frostigen Wetterverhältnissen starten wir in das Wochenende. Am Samstag können wir mit Nebel und Reifbildung rechnen. Geben Sie Acht auf die Glätte und fahren Sie vorsichtig, wenn nötig. Die Temperaturwerte bewegen sich zwischen minus 16 und minus 4 Grad. Es bleibt voraussichtlich trocken. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine entspannte Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Hiermit verabschiede ich Sie und wünsche Ihnen einen entspannten Abend. Bleiben Sie gesund und schalten Sie nächstes Mal wieder ein. Dies war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.